Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem schönen Kanal. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, worum soll es heute gehen? Es geht mal wieder um den Lamborghini Miura von Archette. Mit den Ausgaben 49 bis 52 wollen wir heute machen. Beim letzten Mal haben wir ja die schöne Karosserie bekommen gehabt und auch den zweiten Sitz sowie auch Teile für den Innenraum. Heute geht es am Dach des Innenraums weiter. Wir bekommen da eine LED, die wir da setzen sollen. Dann bekommen wir die Beifahrertür, die wir dann auch noch zusammensetzen wollen. Und ja, das soll es heute alles sein. Also ich würde sagen, ihr kommt jetzt sicher und wir legen los. So, in Ausgabe 49 von unserem Lamborghini Miura, ganz langsam, Micha, bekommen wir das Kabel für die Innenraumleuchte. Dann bekommen wir einmal die Innenraumleuchte selber. Wir bekommen den Rückspiegel, die Aufkleber für die Rückspiegel und Sonnenblende. Dann bekommen wir noch jede Menge Halterungen hier. Und einen kleinen Pin fürs Dach. Ja, das soll alles machen wir. Ah ja, und D und L Schrauben kriegen wir auch noch. Was dürfen wir machen? Wir dürfen uns das Teil hier wieder zur Hand nehmen, was wir beim letzten Mal zusammengesetzt haben. Und dürfen an dieser Position hier diesen kleinen Pinorek hier einsetzen. Den Hebel fürs Dach. Nee, so einfach geht's nicht. Gut, dann machen wir es mit einer Pinzette. Stecken den uns hier. Boah. Bloß nicht weghüpfen. Dann ist er weg. So, stecken uns den jetzt auf die Pinzette auf. Das war auch nicht wirklich sofort. Der richtige Griff. Aber jetzt. Jetzt habe ich ihn drin. Und damit ist er in Position gesteckt, das liebe Knöpfchen für unsere. Jetzt nehmen wir unsere Innenraumleuchte und dazu muss ich das Ganze so herumdrehen. Und die setzen wir wie folgt ein. Und zwar so herum, dass die Leuchten durch die beiden Öffnungen scheinen. Gucken, dass ich das jetzt irgendwie hier so reingedrückt kriege. Jawohl. Und dann sehen wir hier an den Seiten da und da leuchtet es dann hinterher durch. Habe ich gemacht. Und jetzt kann ich die Leuchte nehmen, also das Kabel mit der Innenraumleuchte und kann die in Position reinstöpseln. Soll das Ganze allerdings wieder ein bisschen biegen. Und da bin ich ja nicht so wirklich ein Freund von. Von diesen Biegesachen. Aber muss ja. So.
weil die Kabel müssen ja da so halten. Ist die jetzt richtig drin? Wunderbar. Und das Kabel sollen wir dann nach hinten erstmal wegführen. Also nur so erstmal liegen lassen. Dann können wir das Ganze erstmal hier ein bisschen beiseite legen, ohne uns die Innenraumlampe wieder rauszuruppen. Die wird dann hinterher halten, wenn das Dach drunter geklatscht ist. Und wir nehmen uns den Rückspiegel zur Hand. Da ziehen wir hinten einmal erstmal die Klebefolie ab. So, die ziehen wir uns hier erstmal ab und dann setzen wir den Spiegel ein. So, und wenn wir das dann drauf haben, dann können wir die Schutzfolie vorsichtig abziehen, die noch auf dem Spiegel ist, die blaue. Gut, haben wir gemacht und dann sieht der Spiegel jetzt so aus. Sehr schön das Ganze. Und wir nehmen uns wieder jetzt das Dach und setzen den Spiegel auch noch in Position ein. Und Sie nur gucken, wie rum das Ganze kommt. So herum soll das. Da kommt er durchgesteckt und wird von der Rückseite mit einer L-Schraube verschraubt. Da fällt mir die Innenraumleuchte wieder raus, aber wie gesagt, das kommt dann, wenn das angebracht ist, bleibt das dann auch drin. So, weiter geht's. Wir nehmen uns den Innenraumspiegel für die Beifahrerseite. Da sollen wir jetzt auch noch einen Spiegel auftragen. Ziehen wir uns auch wieder einmal die Klebefolie ab. Ja, die ist ein bisschen hartnäckiger. Die da runter zu kriegen. So, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich zumindest einen Anfang. Muss ich sie auch nur noch gepackt kriegen. So. Und dann müssen wir gucken, wie rum wir die aufkleben. Da die gerade Fläche muss nach oben und das abgerundete nach unten. Und dann haben wir hier eine Position, wo wir den hinkleben müssen. Eine Vertiefung, eine leichte. Dahin. Und wir nehmen wieder vorsichtig eine Pinzette und ziehen die blaue Klebefolie leicht runter. So, und dann sieht unser Beifahrersonnenblende so aus. Und das war dann auch schon alles für Ausgabe 49. In Ausgabe Nummer 50 von unserem Miura bekommen wir einmal die Beifahrertür, das Äußere davon. Wir kriegen das Türscharnier. Wir kriegen die Halterung für die Scharniere. Und wir bekommen Türschloss plus Türgriff und drei Schrauben vom Typ C. Das
sind die alle Sachen. Aber als allererstes, was wir jetzt tun dürfen, ist das, was wir noch aus der Ausgabe Nummer 49 über hatten. Wir legen erstmal die Tür hier oben ordentlich beiseite, machen uns hier ein bisschen Platz, holen uns jetzt wieder unsere Innenraum Dach rein, wo die Lampe schon wieder rausfällt. Bin froh, wenn die gleich fest ist und nicht mehr losgeht. Jetzt soll ich das Ganze nämlich auf diese Position drehen und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 4 so schöne Löcher. Da kommen jetzt dann die Sonnenblendenhalterungen hin. Einmal so herum da rein. Ah, da fällt die schon wieder raus. Muss ich nur gucken, ob die eigentlich alle identisch sind. Also ich sehe hier kein. Da steht 1, 2, 3, 4. Also das ist beschriftet. Die sind beschriftet. Das muss ja dann einen Grund haben. Wir nehmen uns das mal Stück für Stück vor. In der Bauphase, bla bla bla. Schauen Sie sich das Bild genau an. Bei zwei Halterungen sind die Stifte gleich lang. Bei den anderen beiden durch die Pfeile im Bild gekennzeichnet. Ja, Leute, ihr hättet das, wenn das hier doch mit 1, 2, 3, 4 beschriftet ist, dann hättet ihr das doch auch mit 1, 2, 3, 4 für jedes Loch kennzeichnen können. Wäre doch viel einfacher gewesen, als wenn ich jetzt hier gucken muss, wie das Schöne hier kommt. Na? Das ist ja wieder sehr lustig von euch. Jetzt, wo ist der Stift gleich lang und wo ist er kürzer? Also ich sehe, glaube ich, hier sind die kürzer. So. Nehmen Sie die Innendachverkleidung des Innenraums ab und montieren Sie die Halterung mit den kürzeren Stiften an den vorgesehenen Stellen. Okay, also kommt das einmal dahin eingesetzt. Krieg ich denn da nicht gerade runtergedrückt? Ah, jetzt. Jetzt hat er sich reindrücken lassen. So. Einen habe ich dran. Und wie gesagt, die anderen drei mache ich mal eben hinter der Kamera. So. Da bin ich wieder. Das war eine schwere Geburt, sage ich euch. Jeweils die mit den kürzeren nach innen und die gleich langen dann nach außen. So, jetzt können wir die, glaube ich, die Sonnenblenden sollen wir jetzt einsetzen, wenn ich das richtig weiß. So, und so rum kommt das. Also kommt auf diese Seite das mit dem Spiegel dran. So. Dann haben wir eine und auf der anderen Seite kommt das dann. Meines Erachtens müsste das dann ohne Spiegel sein, weil meistens nimmt man den Beifahrerseite ja den Spiegel. Richtig, genau. Und dann kommt das hier rein. Und jetzt müssen wir mal schauen. Das Ganze kommt.
dann haben wir unsere Sonnenblenden auch anmontiert und können das Ganze jetzt in unserem Karosserierahmen einbauen, so dass das Kabel dann nachher auch nicht mehr hier rausgeht. Und das machen wir jetzt mal ganz geschmeidig. Wir nehmen uns die Karosserie. Und da habe ich Ersatz bekommen, weil ich ja gesagt habe, meine war miserabel lackiert. Und die ist jetzt deutlich besser. Der Kundenservice hat wunderbar funktioniert bei H-Chat. Das kann man echt manchmal nur loben, und andere Hersteller und Verleger sollten sich da ein Beispiel dran nehmen. So, ich hoffe, jetzt ist die Lampe auch wirklich in Position drin. Sonst habe ich ein Problem. Weil jetzt habe ich das hier reingelegt. Und soll es jetzt mit was für Schrauben? Typ D-Schrauben. Ah, das sind die Schrauben, die ich auch vorhin schon bekommen habe. Soll ich das Ganze an 4 Stellen auch noch festschrauben? Und da ich ihn Metallschraube, muss ich gucken, wo ich mein Ölpöttchen. Da schrauben wir das Ganze jetzt hier rein. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich auch die Schraublöcher richtig finde, wo die hin sollen. Da könnte schon mal nicht ganz so verkehrt sein. Oder auch nicht. Das ist da nicht. So, das ist nicht weiter vorne. So, da ist das irgendwo. So, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's gefunden. An der einen Stelle. Und dann geht das jetzt natürlich. Wo ist denn das? Ah, ich wollte schon sagen, wo ist denn das Loch Nummer 2? Unter der Sonnenblende. Versteckt. Zack. Sieht man nicht, wenn die Sonnenblende oben ist. Und das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch noch mal mit jeweils D-Schrauben. So. Und vorne an der Sonnenblende auch noch eine rein. Damit haben wir das Ergebnis dann so, und unser Kabel für unser Lichtinnenraum kann jetzt auch nicht mehr rausfahren. Wunderbar, soweit haben wir das Ganze jetzt zusammengesetzt. Und jetzt denke ich mal, dürfen wir uns noch an die Tür wagen. Genau, das können wir jetzt beiseite legen. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, in dieser Lieferung gar nicht mehr. Ich lese aber trotzdem erstmal so hin. Wir nehmen uns jetzt die Tür und die Teile, die wir da bekommen haben. Und zwar einmal das Schloss, das wir jetzt wieder da reinfummeln müssen.
Ich erinnere mich noch beim letzten Mal, das war so eine kleine Fummelaktion, wie rum das da reinkommt. Na so. Ich packe mir das jetzt mal und dann haben wir hier so zwei so kleine Löcher. Und da sollen wir das jetzt hinprockeln. Mach's am besten. Nehme ich es mir erstmal so ein bisschen von der Seite, dass ich das erstmal so ein bisschen reinstupsen kann hier. So. Jetzt nehme ich das nur ein bisschen hochkippen und gleichzeitig beim Hochkippen runterdrücken. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Ich glaube, ich habe es gleich drin. Ja. Da könnt ihr sehen. Das Schloss ist in Position. Und jetzt kommt noch der Griff. Auch noch dazu. Den stecken wir hier so durch. Wieder mal. Und dann haben wir hier eine kleine Kerbe. Und da soll normalerweise das Ding in das Loch herein. Das funktioniert an dieser Stelle aber irgendwie nicht, dass das in das Loch reinrutschen kann, weil die Kerbe viel zu kurz ist. Versuchen wir ein bisschen zu drücken und das Ganze dann irgendwie da reinzustupsen. Fehlt nicht viel. Versuch mal ein bisschen kräftiger zu drücken. Ich will es natürlich aber nicht kaputt drücken. Schon, das biegt sich hier so leicht, aber bin im nicht ganz. Das lasse ich so. Bevor das mir da noch auseinanderbricht, würde ich das mal eher so lassen. Aber das ist nicht richtig drin. Weiß gar nicht, hatte ich bei dem ersten auch solche Schwierigkeiten? Oder habe ich da eine andere Technik verwendet? Also ich würde das... Ich lasse das so. Weil... Das wird mir sonst nachher noch kaputt brechen. Und das wäre dann viel zu schade. Es ist stramm. Es sitzt auf dem Loch. Und es passt so. Deswegen lasse ich das jetzt so, wie es ist. Weil besser kriege ich das nicht. Gut, kommen wir dann jetzt zum Scharnier, was wir nehmen sollen. Das sollen wir ja noch einsetzen. Und dann sind wir auch fertig mit der Ausgabe 50. Und zwar setzen wir das so herum und dann noch die
Platte da drauf. Und dann werden da noch zwei Typ C-Schrauben reingeschraubt. Größeren Schraubendreher. Eine. Und zu guter Letzt noch die zweite. So. Haben wir auch. Und damit sind wir fertig mit Ausgabe Nummer 50. So, Ausgabe 51 bekommen wir einmal die Fensterscheibe für unsere Tür. Wir kriegen den Hebel für den Hebel für den Lichtschalter. Wo ist der denn? Wo versteckt er sich? Und wir bekommen einmal den Fensterrahmen. Ist der hier mit in den Tütchen drinnen? Nein. Da ist er. So, da hat er sich versteckt. Da ist der Hebel für den Lichtschalter. So, was dürfen wir machen? Wir nehmen uns wieder die Tür. Nehmen uns den Rahmen, legen den wieder hier so schön drüber, setzen danach die Scheibe ein, die schön hier so beidseitig mit eingeklebt ist, damit da ja kein Kratzer drauf kommt. Ist auch wirklich kein Kratzer drauf. Und die setzen wir jetzt hier ein. So setzen wir die da ein. Und dann wird die mit zwei Typ A-Schrauben angeschraubt. Ups, da fällt es runter. Haben wir. Kommt dann noch die zweite. So. Und zu guter Letzt kommt dann halt noch der Schalter für den. Was war das? Ich glaube für die Schalter für der Hebel für die Lichtschalter. Der kommt da auch noch rein und wird dann mit einer Typ A-Schraube auch noch befestigt. So. Und damit sind wir dann auch fertig mit Ausgabe 51. In Ausgabe Nummer 52 bekommen wir einmal die Innenverkleidung der Tür. Das ist diese hier. Dann das Innenpanel der Tür ist das. Zwei Schrauben vom Typ D. Kabel für die Innenraumbeleuchtung, Halterung des Schalters und 5 Typ A-Schrauben.
Die D-Schrauben sind, genau. So, was dürfen wir denn machen? Wir nehmen uns natürlich erstmal wieder die Tür und setzen die Halterung für den Schalter ein. Die setzen wir so herum da ein, dass die Öffnung so herum zeigt. So. Und dann setzen wir das Kabel noch nicht ein. Wir sollen es erstmal unter dem Schalter durchfummeln. So, einmal hier so unter dem Schalter durchfummeln und aus der durch das Scharnier dadurch und dann setzen wir den seitlich ein. So kommt der da rein. Wenn ich dann drücke, dann sollte was funktionieren. Tut es auch, aber wird das Ding hier nicht normalerweise erst festgeschraubt? Ja, sicher. Die habe ich natürlich wieder vergessen, die Schraube. Wollte nämlich sagen, sonst hat das ja gar keinen Halt. Da nehmen wir eine Typ D-Schraube. Genau. Typ D-Schraube hält das Ganze dann in Position. So. Und jetzt den Schalter wieder ein bisschen hoch und rum drehen. Und wieder da rein am besten. So wie er gerade drin war. Ja, wohl. Zack. Und der Schalter funktioniert. Wunderbar. Klappt doch alles hier wie am Schnürchen. Dann haben wir den Schalter eingebaut. Und jetzt können wir dieses schöne Element hier nehmen. Das Innenpanel. Können das jetzt hier drüber setzen. Nämlich so und mit Typ A-Schrauben auch noch verschrauben. An 1, 2, 3, 4 Stellen. Drin. Zweites drin. Dritte und zu guter Letzt die vierte Schraube. Wo kam die denn jetzt hin? Doch da. Genau. Wunderbar. Haben wir dran? Dürfen wir noch was machen? Nö. Das war auch alles dann für Ausgabe Nr. 52. Das kommt hinterher dann irgendwie noch so da drauf, aber das sollen wir noch nicht machen.
damit es nicht verloren geht, setze ich es jetzt einfach mal schon mal so ein bisschen ein. Und wir sind dann, wie gesagt, mit der Lieferung 13 auch für dieses Video fertig. So, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder. So, fast. Ihr habt ja gesehen in den Bauberichten, dass ich gesagt habe, ich habe eine neue Karosserie bekommen. Ist auch wunderbar lackiert. Jetzt habe ich aber das nächste Problem, und zwar die Beifahrertür, die wir heute bekommen haben. Die passt nicht richtig rein. Und zwar liegt das an dem Scharnier. Unten könnt ihr sehen, hier passt es wunderbar. Oben passt es nicht in die Aussparung rein. Da werde ich noch mal ein bisschen nacharbeiten dürfen. Entweder was vom Scharnier abschleifen oder von der Karosserie. Ja, wie geht's denn beim nächsten Mal beim Lamborghini Miura weiter? Wir bekommen zum einen erstmal noch weitere Teile für den Innenraum. Dann bekommen wir das vordere Fahrgestell. Und wir bekommen die Batterie. Also es geht dann in den vorderen Bereich des Fahrzeugs. Ich bin mal gespannt, wann wir das Ganze dann alles endlich auch zusammenschrauben dürfen. Wir haben ja jetzt dann insgesamt 1, 2 und dann kommt das dritte Element, der vordere Bereich. Ich bin mal gespannt, wann wir den hinteren und den mittleren Bereich dann irgendwann mal endlich zusammensetzen, dass es auch endlich ein Auto ergibt. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst für den Kanal noch sehr gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Aktiviert dazu am besten noch die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann das nächste Video vom Miura oder von anderen Projekten hier auf dem Kanal laufen. Und schreibt auch gerne mal was in die Kommentare, dann ertut sich das Video für andere interessanter gestalten. In diesem Sinne, Glück auf, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.